Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu einem kleinen Spaßprojekt. Wer wird Millionär? Wir alle kennen die Fernsehsendung, in der Günther Jauch und seine mehr oder weniger gescheiten Gäste um 1 Million Euro rätseln. Diesmal setze ich mich an den Apparat und werde mein Glück probieren. Mal sehen, wie weit ich komme. Vielleicht schaffe ich es ja bis ganz nach oben, bis zur Million, vielleicht aber auch nicht. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Hallo und willkommen bei Wer wird Millionär? Na, möchten auch Sie eine virtuelle Million gewinnen? Beantworten Sie einfach meine 15 Fragen und schon gehört das Geld Ihnen. So, von mir aus kann's losgehen. Ja, wir hören schon, es ist nicht Günther Jauch, es ist die deutsche Stimme von Tom Hanks und er quatscht verdammt viel, das kann ich euch, ja, muss ich euch leider sagen. Bedeutet, ich werde mich entweder zurückhalten oder es kann passieren, dass wir einfach mal übereinander quatschen. Ich hoffe, ich versuche, dass es nicht passiert, aber der legt halt manchmal einfach los, da kann man nichts gegen machen. Ansonsten werde ich kein Wikipedia benutzen, ich werde kein Lexikon benutzen, ich werde nur die Publikumsjoker, also diese drei Joker, den Publikumsjoker, den 50-50-Joker und den Telefon-Joker benutzen, die mir das Spiel vorgeben. Und entweder blamiere ich mich gleich megamäßig oder ich gehe super ab. Ich bin schon sehr gespannt, höchstwahrscheinlich werde ich mich blamieren. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, wir starten ein neues Spiel. Herzlichen Dank. Ich spiele alleine. Okay. Sie spielen also alleine. Ja. Wie heißen Sie eigentlich? Geben Sie bitte Ihren Namen ein. So, ich heiße natürlich Hyuga. Wie sollte es auch anders... Nein, ich heiße natürlich Bitchboy. So. In Ordnung. Oh Gott. Das wird gleich so eine Blamage für mich. Wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an. Hier kommt Ihre 50-Euro-Frage. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja gar keiner. Was stellt der Richter aus? A. Kittappell. B. Klebeorder. C. Haftbefehl. D. Anpappweisung. Haftbefehl! Ja, der Richter, der stellt die Babus aus. Haftbefehl ist natürlich richtig. Glückwunsch, 50 Euro. Oh Gott, 50 Euro. Und ich bin schon schweißdurchnässt. Was haben Sie davon? Die 100-Euro-Frage. Ja, finde ich super. Was ist das Prunkstück in vielen Kinderzimmern? Ein Kind? A. Rollladen. B. Kaufladen. C. Bauchladen. D. Saftladen. So ein Saftladen. Ist übrigens auch fies, weil Rollladen hat man an den Fenstern, ist aber kein Prunkstück in dem Kinderzimmer, sondern eher der Kaufladen. Ich weiß nicht, habt ihr als Kind so einen Kaufmannsladen gehabt? Ich schon. Ich fand das mega toll und ich hoffe, die Antwort ist Lassen jetzt nicht Sie sich falsch. Zeit. Sie denken, es ist Antwort B? Sind Sie sicher? Ja. Und schon haben Sie 100 Euro. Ja, oh. Ich hab grad echt gedacht, scheiße, was, wenn es jetzt falsch ist? Das wäre mega peinlich. 200 Euro, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Und ich glaube, das werde ich heute noch öfter. Bei der Ach du Schreck. WM 2002 für Italien. Ach du Schreck. A2i, B3i, C4i, D5i. 2i, 3i, Fieri oder 5i. Ich glaube eher Fieri ist das der einzige Name, der für mich irgendwie ein bisschen italienisch klingt. Aber es könnte auch 2i sein. Ach Gott, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Oh Gott, oh Gott. Gott, was habe ich mir nur angetan? Ach, Glück gehabt. Alter, was sind das für Fragen? WTF? Sie stehen momentan bei 200 Euro. Das sieht doch ganz gut aus. Na, werfen wir einen Blick auf die 300-Euro-Frage? Wie heißt eine beliebte Familienserie der ARD? A. Einer mit Hirn. B. Zwei mit Lunge. C. Drei mit Herz. D. Vier mit Leber. Einer mit Hirn, zwei mit Lunge, vier mit Leber. Nein, drei mit Herz. Das ist das Einzige, was davon wirklich Sinn ergibt. Sie sagen also C. Ja. Oh mein Gott. 300 Euro. Ja. Einer mit Hirn. Also, damit bin wohl nicht ich gemeint.
Oh mein Gott. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und ja. Sie können noch das Publikum befragen. Ja, das tolle Publikum so, hier Sie hinten, stehen ne? vor der wichtigen 500-Euro-Hürde. Noch 11 Diese Fragen bis zur Million. Konzentrieren Sie sich. Hier kommt Ihre Frage. Oh mein Gott. Was lagert eine gute Hausfrau nicht im Kühlschrank? A. Gewürzgurken. B. Mayonnaise. C. Sahne. D. Bananen. Okay, also Gewürzgurken und Mayonnaise muss man nicht im Kühlschrank lagern, weil Mayonnaise ist meistens verschlossen, Gewürzgurken ist es egal, Sahne muss in den Kühlschrank, aber Bananen dürfen nicht in den Kühlschrank, weil die werden sonst braun. Sie sagen also D. So, diese 500 ja. Euro kann niemand mehr nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Hättet ihr das gewusst, mal im Ernst? Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das gewusst hättet und seid ehrlich. Oh Gott, 1000 Euro. Egal was passiert, Sie nehmen heute mindestens 500 Euro mit nach Hause. Na, immerhin. Na, machen wir weiter? Ja. Gut, hier ist die 1000 Euro Frage. Oh Gott, 1000 Euro. Jetzt wird's langsam schwer. Wie macht der Weihnachtsmann laut Legende und Werbespots auf sich aufmerksam? Mit Coca-Cola. A. Hahaha. B. Hihihi. C. Ohoho. D. Huhuhu. Okay. Der Weihnachtsmann kommt an und sagt, hihihihi, für dich habe ich nichts. Nein, es ist natürlich Antwort C. Ho, ho, ho. Sie sagen also C. Ja. Na also, schon sind Sie... Alter, warum bin ich niemals bei Wer wird Millionär gewesen? Ich hätte echt voll abgecashed. Und 1000 Euro. Hallo, so schnell 1000 Euro verdient? Sie sind noch 9 Fragen von der Million entfernt. Langsam winkt das große Geld. Sehen wir uns die nächste Frage an. Es geht um 2000 Euro. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Nécessaire ist der französischen Wortherkunft nach A. Notwendig, B. Höflich, C. Praktisch, D. Elegant. Was ist denn ein Nécessaire? Ich weiß nicht mal, was das ist. Aber ich frage mal den Telefonjoker, vielleicht kann der mir ja helfen. Okay, Sie setzen den Telefonjoker. Ja. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob man Ihnen telefonisch weiterhelfen kann. Rufen wir an. Mal gucken, wer da jetzt rangeht. Ja, hi, Boris hier. Hallo Boris, herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Hallo? Ihr Freund braucht Ihre Unterstützung bei einer kniffligen Frage. Es geht um 2000 Euro. Stimmt genau. Alles klar, Boris? Hier kommt die Frage. Ich hoffe, Sie kennen sich auf diesem Gebiet aus. Sorry, null Punkte bei Französisch. Aber das Wort klingt schon geil, deshalb sage ich, höflich. Danke, Boris. Tschüss. Boris, das Wort klingt schon geil. Und Sie? Das Wort klingt schon geil? Hallo? Er tippt, dass es höflich ist? Er tippt, dass es höflich ist? Wen habe ich da bitte angerufen? Boris, du dummes Schwein. Das, ich habe keine Ahnung, aber das Wort klingt schon geil. Oh Mann. Ja, was ist ein Nécessaire? Ich weiß nicht, was ein Nécessaire ist. Ich kann nur raten und kann mich auf Boris seine Meinung verlassen. Wenn Boris sagt, er meint, es ist höflich. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach aus. Sind Sie sicher? Nee, eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, was das ist. Du Gurke. Tja, so schnell werden aus 1000 Euro... 500 Euro. Nein! Die Antwort ist leider falsch. Ach, Boris. Die richtige Ach, Antwort Boris. Wäre A gewesen. Ach, Boris, du böser Mensch. Kopf hoch. Freuen Sie sich über Ihre 500 Euro. Das ist doch ein nettes Taschengeld, oder? Ja. Ich bin sicher, dass Sie beim nächsten Mal mehr Glück haben werden. Ja, und das probieren wir jetzt auch direkt mal aus. Ich würde sagen, eine Runde schmeißen wir noch. Herzlichen Dank. Oh, da ruft man extra noch den Boris an, dann hat der Boris keine Ahnung, außer zu sagen, das ist geil. 15 richtige Antworten und schon sind Sie Millionär. Fangen wir an. Für 50 Euro möchte ich das von Ihnen wissen. Oh Mann ey, oh Mann ey, oh Mann ey, oh Mann ey. Was macht man mit Gerüchten? A. Verbreiten. B. Verlängern. C. Verhöhen. D. Vertiefen. Ja, man verbreitet sie natürlich.
gut, die ersten 50 Euro gehören Ihnen. So, also den Boris rufen wir nicht mehr an, ne? Also mal im Ernst, der ist ja eine es ganz schöne Pappnase gewesen. Es geht weiter mit der 100-Euro-Frage. Wie nennt man Lastwagenfahrer in Amerika? A. Trailer, B. Trainer, C. Tramper, D. Trucker. Stimmt, 100 Euro. Ja, so weit, so gut, aber... Noch 13 Fragen bis zur Million. Ja, ne? Klingt einfach, ne? 200 Euro, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. So. Was bringt Weihnachtsstimmung in deutsche Wohnzimmer? In deutsche Wohnzimmer? A. Heiligabendpagode, B. Weihnachtspyramide, C. Nikolaustempel, D. Adventskolosseum. Ja, wir hatten in meiner Jugend bei uns immer eine ganz große Pyramide im Wohnzimmer stehen und das ist auch das Einzige, was ich davon kenne, also wird es wohl die Weihnachtspyramide sein. Sie sagen also B. Weiter so, 200 Euro für Sie. Es geht weiter mit Frage Nummer 4. Ganz ruhig, lassen Sie sich Zeit. Hier kommt die 300-Euro-Frage. Welcher dieser Kontinente reicht am weitesten nach Süden? A. Afrika, B. Asien, C. Südamerika, D. Europa. Oh, das ist jetzt schwer, weil ich weiß, es ist natürlich entweder Afrika oder Südamerika oder Asien. Aber nee, da Asien, Australien. Ich glaube, es ist Südamerika. Lassen Sie sich Zeit. Ja, ich glaube, es ist Südamerika. Alle drei Joker, den 50-50, bleiben Sie bei Antwort C. Oh mein Gott, das wird so peinlich, das wird peinlich. 300 Euro. Nein, es wird nicht peinlich. Ich habe richtig, Südamerika, ja. Das Sie haben noch Feuerland alle drei ist Joker, nämlich, den 50-50 ist das Ding Joker, Feuerland? Den Telefon-Joker, ja, doch, Feuerland ist ja ganz unten. Und Sie können noch das Publikum befragen. Und das geht, glaube ich, eine Frage, ist, glaub ich noch Sie weiter südlich Euro als sicher. Das Kap der guten und Hoffnung. Und hier ist sie. Wie nennt man ein musikalisches Grundmuster, das aus 8 Takten besteht? A. Unpässlichkeit, B. Periode, C. Menstruation, D. Tage. Der Vorteil ist, man muss manchmal auf die Antworten gucken. Periode, Tage, Menstruation sind alles Synonyme für diese berühmte Zeit, die Frauen einmal im Monat haben. Unpässlichkeit gehört nicht dazu, also wird es das wohl sein, hoffentlich. Sie entscheiden sich für Antwort A? Ja. Sicher? Ja. Wenn die Antwort richtig ist, haben Sie 500 Euro. Nicht ausgeschlossen, dass Sie sich irren. Tut mir leid, die Antwort ist falsch. Okay. Und was wäre es gewesen? Die Periode. Antwort B. Schade. Gerade ich als musikalisch begeisterter Mensch hätte das eigentlich wissen müssen. Das war leider nichts. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Wer wird Millionär? Ich habe mich jetzt aber auch echt nochmal verwirren lassen. Die Periode, warum sind 8 Takte eine Unpässlichkeit? Da habe ich mich auch gerade ganz schön ins Boxhorn jagen lassen. Denn jetzt, wenn ich genauer drüber nachdenke, ergibt das keinen Sinn. Da hätte ich einen Joker benutzen müssen, eigentlich. Ach, machen wir noch eine? Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Kommt, eine Runde Wunderbar. Machen wir noch. So. In Ordnung. Herzlichen Dank. Eine Runde machen wir noch. Ah, da habe ich mich jetzt echt ins Boxhorn Viel jagen Glück. Lassen. Wir fangen natürlich wie immer ganz einfach an. Ja. Hier kommt Ihre 50-Euro-Frage. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie weit ich diesmal komme. Wer all seine Kraft aufwendet, geht in die A. Leeren, B. Vollen, C. Besetzten, die Besetzten D. Schön. Freien. So, er geht natürlich in die Vollen. Natürlich. Die erste Frage ist oft ein Sprichwort. Habe ich schon mal festgestellt. Hier kommt die 100-Euro-Frage. Ein Kranker ist oft... Krank? A. Ans Bett gefesselt, B. An den Stuhl gekettet, C. An die Wand geklebt, D. Ans Kreuz genagelt. An den Stuhl gekettet finde ich schön. Und natürlich auch ans Kreuz genagelt, aber es ist ans Bett gefesselt. Richtig. Das ist Wobei das nicht nur bei Kranken zutrifft. Okay, weiter geht's. 200 Euro, wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Was ist heute vor operativen Eingriffen nicht mehr üblich? A. Örtliche Betäubung,
B. Lumbalanästhesie. C. Lokale Vereisung. D. Holzhammernarkose. Ich höre gerade Geräusche hier. Ah, das ist draußen im Garten. Ich dachte schon, hier schleicht einer durch die Wohnung. So, was haben wir? Was ist heute vor operativen Eingriffen nicht mehr üblich? Lokale Vereisung, Holzhammernarkose. Und den Publikumsjoker. Ich glaube, es ist die Lumbalanästhesie, weil die örtliche Betäubung, die ist ja üblich. Wollen Sie es wirklich riskieren? Ja, ich riskiere es auf Gedeih und Verderb. Oh nein, was machen Sie denn? Die Antwort ist falsch. Was? Antwort D wäre es gewesen. Die Holzhammer... Ja, tut mir leid, das war leider nichts. Alter! Ich hoffe, das Spiel hat Alter. Trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns bald wieder bei Wer wird Millionär? Die Holzhammer-Narkose war mir jetzt einfach zu offensichtlich gewesen. Aber wahrscheinlich wäre es das auch gewesen, das Offensichtliche. Okay, was ist Lumbalanästhesie? Ich weiß es gar nicht, was ist das? Das habe ich gerade nur genommen, weil es einfach so mega schlau klang. Okay, komm, wisst ihr was? Eine probieren Danke. Wir noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 20 Minuten wollte ich ungefähr pro Folge machen. Ausgezeichnet. Also, es wird jetzt auch nicht jeden Tag eine Folge geben, vielleicht eine pro Woche oder so, je nachdem, wie ich Lust habe Antworten und wie es euch und gefällt. Schon sind Sie Millionär. Ja, sagen ne? Wir an, so schnell geht's. Für 50 geht's. Euro möchte ich das von Ihnen wissen. Ich trinke erstmal noch einen Schluck aus meinem Smoothie, vielleicht regt das ja... Wer bevölkert Asien? Die Asiaten. A. Ander. B. Fonder. C. Zuder. D. Inder. Natürlich, 50 Euro. So. Ich schieb das gerade eben mal einfach darauf, dass ich Geräusche aus dem Garten was gehört habe. Was halten Sie davon? Die 100-Euro-Frage. Wer tanzt sich im Karneval die Füße wund? A. Feuerjulchen. B. Flammenfienchen. C. Glutsabinchen. D. Funkenmariechen. Ich glaube, es ist Funkenmariechen. Richtig. Das ja, ist richtig. Euro für Sie. Na, immerhin. So. Jetzt will ich hier aber nochmal einen großen Wurf landen. Noch 13 bis auf Fragen. Paar tausend bis Euro. 4000 oder 16.000 wäre super. Frage richtig beantworten. Aber erstmal die 200-Euro-Frage beantworten. Welches Tier dient auch als männlicher Vorname? A. Bär. B. Wolf. C. Fuchs. D. Dachs. Ist natürlich im Zeitalter der Furries nicht mehr so, so einfach, aber ich glaube, klassischerweise ist es dann doch der Wolf. Weiter so. 200 Euro für Sie. Okay, jetzt wird es langsam spannend. Obwohl, ich bin noch ganz unten. Gott, da macht man sich immer lustig, wenn die das im Fernsehen nicht schaffen. 200 Euro. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Na, werfen wir einen Blick auf die 300-Euro-Frage. Was tragen Frauen am Leibe? Klamotten. A. Lasterwesen. Was? B. Zugvogel. C. Straßenköter. D. Bustier. Hä? Was tragen Frauen am Leibe? Lasterwesen, Zugvogel, Straßenköter, Bustier. Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Ich glaube Bustier, ich glaube das kann sein, weil Lasterwesen glaube ich, aber ich glaube Bustier, ich glaube der Bustier wird es dann eigentlich wahrscheinlich ausgesprochen, was dann wahrscheinlich ein anderes Wort für BH ist. Wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es ja, kein Zurück. Ja, es kann auch falsch sein, möchten ich weiß Sie Ihre es Meinung nicht, noch ich ändern? Bin keine Frau. 300 Euro. Ja! Mal richtig nachgedacht, mal richtige Schlüsse gezogen hier. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und Sie können noch das Publikum befragen. Ja. So, Sie stehen vor der wichtigen 500-Euro-Hürde. Noch 11 Fragen bis zur Million. Konzentrieren Sie sich. Hier kommt Ihre Frage. Eine Ware von erlesener Qualität ist ein Erzeugnis erster. A. Milde. B. Gnade. C. Güte. D. Barmherzigkeit. Ein Erzeugnis erster Güte natürlich. Sie sind sich absolut sicher? Ja, das bin ich. 500 ja. Euro gehören. Okay, wir haben schon wieder die 500 Euro. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Aber ich will noch hoch bis zur 16.000.
Okay, es wird echt richtig spannend jetzt. Gratuliere, 500 Euro haben Sie schon mal sicher. Und hier kommt auch schon die 1000-Euro-Frage. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Welcher Tatortkommissar ermittelte auch auf der Kinoleinwand? Oh, das weiß ich zum Glück. A. Stöver, B. Feigl, C. Schimanski, D. Marek. Ja, also der berühmteste Tatortkommissar ist natürlich Schimanski, gespielt von Götz George, und der hat auch einen Kinofilm gemacht. Sie sagen also C. Ja, sage ich. Das weiß ich sogar. Das kann nicht falsch sein. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sie haben gegen 1000 Euro gewonnen. Da hat sich doch mal gelohnt, mit den Eltern Tatort zu gucken. Ich bin auch ein großer Tatort-Fan. Ja, und Schimanski ist ja der berühmteste Tatort-Kommissar. Sie stehen momentan bei 1000 Euro. Mit dieser Frage können Sie Ihren Gewinn verdoppeln. Ja. Oh mein Gott. 2000 Euro? Oh Gott. Was ist Idomeneo? Was? A. Was? Feuersalamander. Was? B. Oper von Mozart. C. US-Raketenprogramm. D. Spiel des Jahres 2002. Mein Gott. Ja, ein Spiel von 2003. Wahrscheinlich hätte man das noch gewusst, aber ich weiß es nicht. Ich nehme mal den Telefonjoker und hoffe, dass diesmal nicht Boris angeht. Okay, bitte nicht Boris, bitte nicht Boris. Na, dann wollen wir mal sehen, ob man Ihnen telefonisch weiterhelfen kann. Ja. Rufen wir an. Oh Mann. Idomeneo. Klingt aber nicht nach einem Spiel. Hallo, hier ist Heinz. Heinz, ach, willkommen bei Boris. Wer wird Millionär? Ah, ich begrüße Sie. Die 2000-Euro-Frage macht Ihrem Freund Kopfzerbrechen. Vielleicht wissen Sie ja die richtige Antwort. Ich bin bereit. Hier ist die Frage. Verraten Sie uns einfach die richtige Antwort und alle sind glücklich. Das ist eine Oper von Mozart. Mit 6 Jahren war er schon ein meisterlicher Klavierspieler und mit 9 Jahren schrieb er seine erste Oper. Naja, und die wohl bekannteste ist ja wohl die Zauberflöte, nicht? Vielen Dank, Heinz. Sie sind dran. Heinz würde Antwort B nehmen. Okay, also Heinz sagt jetzt mal nicht sowas wie, keine Ahnung, was es ist, aber es klingt geil, muss ein US-Raketenprogramm sein. Also er sagt, es ist die Oper von Mozart und ich... Wirklich, Heinz, du kriegst was aufs Maul, wenn das jetzt falsch ist. Und was kommt nach 1000 Euro? Richtig! 2000 ja! Euro. Heinz, du bist der Beste! Heinz rockt einfach. Also, Boris ist kacke, aber Heinz ist echt Frage ein guter. Nummer 8 ist 4000 Euro wert. Oh Gott. Lassen Sie sich Zeit. Oh Gott. Sie müssen nicht antworten. Sehen jetzt hau ich einfach alle Joker raus. Oh Gott. Oh Gott. Was wächst nicht an Bäumen? Ah, das könnte ich wissen. A. Kakaofrucht. B. Kokosnuss. C. Kerbel. D. Kork. Was? Kakaofrucht? Wo wächst die Kakao? Die wächst doch... Die Kakaofrucht wächst, glaube ich, nicht an Bäumen. Bei Kerbel weiß ich es nicht. Bei Kork, aber ich... weiß ich nicht. Ich bin mir unsicher. Wir machen mal den 50-50-Joker. Okay. Sie setzen den 50-50-Joker. Gut, löschen wir also 2 falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? Jetzt sind Sie dran. Kerbel oder C Kork? C oder D? Bei Kork weiß ich es ganz ehrlich nicht, aber Kerbel ist, glaube ich, ein Strauch. Also Kerbel ist ja ein Gewürz, ist ein Kraut. Also ich weiß nicht, woher man Kork gewinnt. Also, woher man dieses Zeug halt nimmt. Kann von einem Baum sein. Bei Kerbel bin ich mir aber sicher, dass es nicht am Baum wächst. Wollen Sie es wirklich riskieren? Ja, ich will es riskieren. Herzlichen Glückwunsch. Sie ja. Haben 4000 Euro gewonnen. Alter. Aber bei der Verkaufsrunde war ich mir auch uneinig gewesen. WTF, hätte schon alle Joker rausgehauen. 4000 Euro. Nur noch 7 Fragen bis oh zur Million. Na, machen wir weiter? Ja, aber auf jeden Für Fall. Für 8000 Euro möchte ich Folgendes von Ihnen wissen. Oh Gott, oh Gott. Welches Unternehmen gilt als Erfinder der CD? Sony. A. Sony. B. Pioneer. C. Hitachi. D. Philips. Ich glaube, es war Sony gewesen. Da muss ich jetzt raten, aber wenn es falsch ist, habe ich mich halt verraten. Aber ich glaube, Sony war der Erfinder der CD. Ah. Weil Sony war einfach in den 80ern der größte Hersteller für Elektronik gewesen. Es geht um stolze 8000 Euro. Na, was glauben Sie? Schade.
Nein! Die Antwort ist leider falsch. Wer war es gewesen? Antwort D wäre es gewesen. Philips! Ich dachte, das war Sony. Kopfo, ach, schade. Freuen Sie sich ach, über Ihre schade. 500 Euro. Das ist doch ein nettes Taschengeld, oder? Ich bin sicher, dass Sie beim nächsten Mal mehr Glück haben werden. Ja, ich hoffe auch und ich hoffe, ihr hofft das auch. In Ordnung. Ja. Herzlichen Dank. Ne, Bitchboy hat zweimal 500 Euro, immerhin 1000 Euro haben wir jetzt gemacht. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze fandet, ob ihr noch weitere Folgen sehen wollt. Der Paul, ne, der ist ausgestiegen bei 8000 Euro. Ansonsten schreibt doch mal rein, ob ihr die Antworten jeweils gewusst hättet, bei denen ich rausgeflogen bin. In diesem Sinne, ja, wie gesagt, die Folgen, da wird jetzt nicht täglich was kommen. Vielleicht mal so alle paar Wochen mal eine Folge oder einmal in der Woche. Irgendwie sowas. Oh, ihr seht hier, Hyuga, ich habe hier auch schon ein paar Mal mitgespielt, einfach mal, um das Ganze auszuprobieren. Bin aber nie über 500 Euro gekommen. Ja, aber 500 Euro ist halt auch, die nächste Hürde wäre 16.000 und die Fragen wären echt ziemlich fies. In diesem Sinne wünsche ich euch auf alle Fälle noch viel Spaß und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch weitere Folgen sehen wollt. In diesem Sinne, haut rein, BB, euer Hyuga.